Ja, hallo und herzlich willkommen hier zurück, meine Freunde. Ja, hier zu einer neuen Folge hier vom Projekt auf der Saxonia. Ja, und wie ihr seht, altbekanntes Bild, wieder mal. Es geht natürlich gleich wieder mit Ballen sammeln los. Naja, man kennt es. Und wenn man so guckt, haben wir auch noch ein paar Ballen zu transportieren. Deswegen werden wir uns da jetzt wirklich immer mal mit dran machen. Und solange alles andere läuft, brauchen wir uns ja nicht weiter kümmern. Da können wir uns hier getrost drum kümmern. Das war zu schnell. Ja, und da hängt er auf der Balle. Oh, Sau. So. Ach ja. Und unser Ballenwickler ist ja auch noch weit unterwegs, also der hat auch noch ein paar Bahnen hat er noch, also da wird er auch noch, denke ich, eine Weile unterwegs sein, so wie wir. Wir haben es ja auch noch nicht geschafft. Schon wieder zu schnell. Damit. So, dann gucken wir mal. Der Güllefahrer hat gerade abgeladen. Okay, das ist sehr gut. Ja, ich habe nebenbei mal noch Gülle und Mist, lasse ich gerade mal hoch noch zur nicht Dieselproduktion, Düngerproduktion bringen. Damit wir da dann langsam auch ein bisschen mehr Flüssigdünger, Dünger und Saatgut kriegen. Weil, ja, wäre für uns schon von Vorteil. Dann müssen wir es nicht mehr einkaufen. Spart uns ein bisschen Geld. Und wir müssen ja sowieso sehen, dass wir unseren Kredit jetzt dann mal bei Zeiten tilgen. Aber das dauert ja jetzt auch noch, bis wir das erste Mal unsere ganzen Felder einmal ernten können. Erst dann wird es, denke ich mal, für uns lukrativ. Und dann hoffe ich ja mal, dass wir bis dahin das hier soweit fertig haben. Weil sind ja doch noch ein paar Ballen übrig. Ich weiß gar nicht, was sagt die Mission. Wir haben jetzt 44%, ne? Ach nee. 45% haben wir. Okay, also die Hälfte haben wir. Fast. Ich denke mal, mit der Ladung haben wir dann die Hälfte. Da haben wir schon noch 4-5 Mal fahren. Denke ich mal. So, mit den Rüben, das klappt scheinbar jetzt auch gerade mal, das finde ich gut. Der macht mal keine Probleme. Prozent. Da hat er jetzt wieder Rüben abgeladen. Ja, jetzt sind wir bei 41%. Na gut, das dauert auch noch ein bisschen. Ja, natürlich, der findet den Weg wieder zum Fahrer nicht. Das ist altbekanntes Spiel. Irgendwie, das ist nicht durchdacht. So richtig.
So, der mit Mist, ist der auch schon wieder zurück? Ach, der ist da oben. Ja, doch, der sollte wieder ankommen. Dann laden wir den dann gleich wieder eine Fuhre Mist auf. Dass der dann gleich wieder los kann. Was sagen meine Kühe? Denen geht's gut. Gut. 26.000 haben wir noch. Das geht. Nicht schon wieder. Curseplay brauche ich gerade nicht. So. Der ist soweit voll, da können wir den erstmal wieder los juckeln lassen. Zum Landhandel. Naja, er hat keinen Weg gefunden, warte mal. Schon bloß hier vorfahren, sonst sonst findet er wieder den Weg nicht. Gold findet er noch nicht. Ja, wir müssen uns definitiv hier für den Kurs, also für das Feld, wenn wir wirklich irgendwann mal Zeit haben, hier mal noch ringsrum einen Kurs einfahren. Das ist, glaube ich, ist, denke ich mal, ganz günstig. Damit er dann auch von jeglicher Ecke das findet. So. Den Kramer brauchen wir gerade nicht. So, jetzt gucke ich gerade, wo haben wir denn unseren Güllefahrer? Der kommt gerade wieder an, sehr schön. Ich weiß aber nicht, steht da schon mein... Ah, die kommen im Versand. Im Verband. Oh Gott. Ja. Der fährt noch fleißig Wasser, genau. Ah ja, genau, hier können wir gleich mal. Wie sieht's denn aus? Ne? Der hat noch ein bisschen. Aber wir fahren jetzt hier erstmal fix wieder noch ein paar Paletten. Hinter zur Produktion, damit die wieder. Dass der wieder arbeiten kann da hinten. So. Gehen ja immer bis 4 drauf, was ich ein bisschen komisch finde. Weil. Hoppala, ich dächte mir. Wow. Die Kante war ein bisschen sehr hoch. Ich dächte mir, hier passen nochmal 4 dahinter eigentlich. Aber na gut. Haben wir da schwebende Paletten? Ich finde das so geil. Die fallen nicht von alleine runter, das ist irgendwie. Okay, doch, diesmal klappt. So. Holen wir noch einen nächsten Schwung. Mm-hmm.
kann der hinten erstmal wieder schön voll ausgelastet sägen. Und ja, Paletten herstellen. So, es sind noch genau vier Paletten. Dann haben wir das Ohr schon wieder weg. Dann kann der hier erstmal der Fleisch seine Arbeit verrichten. Werden wir wahrscheinlich nachher auch nochmal ein paar Bäume umsägen müssen, denke ich. Dass der wieder gut zu tun kriegt. So. Dann hätten wir das erledigt. Jetzt gucken wir mal gerade. Jetzt müsste ich, glaube ich, nee, dich nicht. Ach ja, genau, hier haben wir ja das altbekannte Problem. Oder? Es geht doch, warum nicht gleich so? Keine Ahnung, also jetzt geht's ja auf einmal. Weiß nicht, warum ich vorher das Problem hatte. So, der fährt schon wieder los, genau. Ah ja, genau, ihn meine ich. So. Nein. Weil dich müssen wir jetzt erstmal mit Mist wieder beladen. So ein Mist aber auch. Das war falsch. Ich wollte eigentlich nicht tabben. Aber gut. So, jetzt kommt er hier, oder? Hey, was macht er? Also das muss ich mir jetzt mal angucken, das Spektakel. Es geht zwar, also er fährt ganz normal drunter, ich weiß nicht, manchmal mal geht's und mal nicht. Ich weiß nicht, was. Also einer von den beiden hat wohl scheinbar das Problem, dass das nicht klappt. Der hier hatte jetzt gerade aber so, das funktionierte, aber er ist nicht stehen geblieben, er ist drüber weitergefahren. Ich weiß nicht warum. Das Phänomen kenne ich auch schon, ich weiß aber nicht, warum er das tut. Gucken, ob es klappt. Also er kriegt auch die Kurve alles, das passt alles. Er war bloß scheinbar zu weit weg. Jetzt hoffe ich mal, dass es jetzt geht. Das sieht besser aus. Ja, sieht gut aus. Oder? Jawohl.
Gut, okay, da war er einfach bloß zu weit weg. Gut. Okay, und er fährt jetzt los, genau. Dann er jetzt Platz hat, fährt er dann los, dann hat er alles. Okay, dann geht das. Muss ich jetzt gleich nochmal bei dem anderen gucken. So, der verlässt das Feld. Was habe ich jetzt hier stehen? Abstand über einen Meter. Da ist aber irgendwas hier. Sollen wir hier mal gucken. Zack. Abstand, ja. So. Mal gucken, ob das jetzt geht. Oh ja, das ist gut. Dass wir gerade genau in dem Moment hier sind, wo der hier ankommt, das ist gut. Da können wir dem nämlich auch gleich noch fix entladen. So, da müssen wir hier mal ein bisschen rangieren. So, jetzt müssten wir bei 50% sind etwa 49, der Hälfte. Sag ich doch. Also das ist schon ganz gut. So, da kann er jetzt wieder Feld 4 ansteuern. Und weiter geht's. So, wo wollten wir hin? Wir wollten zu unserem. Nee, nicht zu ihm, sondern ihr auch nicht. Der kippt gerade ab zu ihm, wollte ich. Genau, weil ich muss jetzt mal gucken, ob ich das so hinkriege, wie ich mir das vorstelle. Erstmal ein paar Dellen in den Trecker gefahren. Das muss so. So. Okay. Mehr geht nicht, dann können wir den jetzt erstmal wieder auf der Reise schicken. Naja, ich und Drehschirme fahren. Ich glaube, da wäre ich nie Freund von. So, drehen wir hier was fix um, dann findet der theoretisch seinen Trigger wieder. Da kann der wieder loszuckeln. So, er steht hier. Okay, er kann nicht mehr abladen, weil leer, weil voll. Okay, weil dann können wir ihn ausmachen, dann bleibt er erstmal hier. Okay, hier hat's ein paar Paletten nicht. Nicht so entleert, wie es eigentlich soll. Ah, jetzt geht's. Gut. So, da würde ich jetzt glatt behaupten, wie sieht es denn hier hinten überhaupt mit den Brettern aus?
Okay, also 1% harder noch, würde ich fast behaupten. Machen wir mal wieder ein Stückchen. Machen wir wieder ein bisschen Krawall und geben dem mal wieder ein bisschen zu arbeiten. Das geht so wieder nicht. Kriegen sie nicht raus. Das ist halt. So, ja, das ist schön so. Das will ich aber eigentlich nicht haben. Ah, das ist alles scheiße. So, jetzt sieht's gut aus. Genau. Ich weiß zwar nicht, ob das jetzt so schlimm ist, wenn ich den so bloß reinziehe, ohne dass der entastet ist, keine Ahnung. Aber gut. Hier und ein Stück zurück. Na, ah, der hat sich verkeilt, schön. Na komm. Na gut. Das war jetzt mal ein Satz mit X. Und das war jetzt nix. Aber gut, da muss ich die eben manuell mal da kurz fix reinschieben. Das war doof. Sollte eigentlich nicht passieren, aber. Zack. Baumstämme. Ach so, das waren die Bretteranzahl. Wir haben ja doch noch mehr Bäume drin. 3000, Mensch. Ja, das ist doch ganz gut. Dann brauchen wir ja noch gar nicht so viel hier reinschmeißen. Wenn er noch gut zu tun hat. Da habe ich mich verguckt. Ja, da hat er doch jetzt fast schon wieder 4%. Dann haut das nämlich über den Sägen. Ja genau, jetzt hat er wieder 4%. Oh, ich denke, das lassen wir so. So um die 4% hatte ich es ja letztens so gehabt. Reicht. So, wo fährt er jetzt wieder hier lang? Er fährt wieder quer durch die Botanik, um auf Feld 45 zu kommen. Okay. Ach so, und er hat wieder das Problem, ja, ich, genau dieses Phänomen, ich verstehe es nicht. Der andere hat es doch genauso eingestellt, wie ich das hier. Warum kriegt der es jetzt nicht gebacken? Ich verstehe es nicht. Also manchmal
Jetzt ist der wieder zu nah dran. Ja, wahrscheinlich auch, weil er von hier hinten gekommen ist. Er müsste von da wahrscheinlich. Ja. Mensch, was hat der denn? Jetzt. Ja, manchmal ist das nicht so einfach. Aber im Großen und Ganzen läuft das eigentlich. Das geht eigentlich ganz gut. Genau, er fährt jetzt wieder los. Ihn stelle ich ein, er soll jetzt warten. So, hier muss ich nichts machen, das passt gut. Der gute Kollege ist wieder da, das heißt, wir werden hier noch mal eine Runde Ballen sammeln. Jetzt muss ich bloß mal gerade gucken, auf welche Seilbahn war ich denn. Er hat da zwar ganz schön viel liegen lassen, mein Presskollege, aber naja, gut, ich denke, das wird am Ende nicht wirklich. Das Kraut fett machen, glaube ich, bei den Massen an Ballen. Dächtig, keine Ahnung. Ja, was. Aber missionstechnisch. Oh, Feld 27. Habe ich da schon wieder ein Feld gesehen, was wir mal als nächstes machen können. Ist aber so eine schöne Mission. Ich glaube, das ist Zuckerrohr gewesen. Zu ernten. Also mit den Missionen können wir uns, glaube ich, ganz gut über Wasser halten, hoffe ich. Wenn alles so klappt.
So, da hat leider das auch wieder. Ist halt mühselig, aber naja, das will man machen. Da muss man durch, wie durch. So, da haben wir jetzt die letzte Balle. Dann ist das Ding auch wieder voll. Jetzt muss ich wieder mit davor juckeln. Also, ich glaube, die Wahl mit dem Trecker war auch nicht die beste. Muss ich gestehen, das war, naja. Egal. Geht schon. Ist alles machbar. Wir müssen halt, ja, mit dem leben, was wir haben. Oder mit dem arbeiten, was wir haben. So. Tauschen können wir das später immer noch, wenn es da Probleme gibt, sage ich mal. Aber wie man so schön sieht, es läuft ja alles so im Großen und Ganzen. Also keine Fehler, keine Errors, keiner meckert rum, dass er Probleme hat. So soll es sein. Das ist also, finde ich gut. Wenn der so läuft, dann macht so Spaß. Und wir haben ja noch wirklich einen Haufen zu tun. Vor allem, wenn dann jetzt unsere Felder wieder reif werden, da können wir dann da auch gleich wieder loslegen. Wir müssen halt jetzt bloß gucken und, boah, Alter, uns schwindet aber das Geld, aber auch ganz schön, du. Eieiei. Naja, gut, müssen wir gucken, dass wir die Mission schnellstmöglich abschließen. Das war wieder ein bisschen Geld in die Kassen kriegen. Und wir müssen dann auch sehen, denke ich, demnächst kann ich unten bei der Produktion mal wieder was verkaufen von der Milch. Milch kaufen. Ich verklick mich heute aber wohl permanent, oder? Landhandel. Ah, oh, es ist doch nicht. Nein, nein, nein. Moment, nochmal. Verkauf. Ich bin heute echt Landhandel. Jetzt. So. Gut, der Tiger 6 muss entladen werden. Da gucken wir gleich mal, ob das so funktioniert. Sollte. So, was jetzt? Du störst dich jetzt echt an dieser Fräse, oder was? Alter, du bist doch manchmal auch. Ach, Gott. Also Autodrive hat manchmal Kodi-Erkennung, wo gar keine ist. Oder wo ich keine erkennen würde. So, bitteschön. Jetzt fährt der nochmal noch. Ja, gut, die zwei haben sich gerade mal geküsst, okay. So, jetzt ist der wieder da. Das ist toll. Das nützt mir gerade aber nichts. Du musst gerade mal hier weichen. Oh, muss ich mal die Fräse wegnehmen, weil kriegt der wieder eine Krise hier, der andere. Hallo, fährst du mal los? Danke. So, muss ich die Fräse mitschnappen. Und dann fahre ich dich erstmal hier beiseite, damit sein Kollege arbeiten kann, weil so. Der findet ja dann wieder sonst, dass da eine Kollision ist, wo keine ist.
So. Jetzt gucken wir gerade nochmal einmal durch, ob es irgendwas gibt, wo es Probleme gibt. Das funktioniert. Die Züge des Stratos, die funktionieren. Der steht da, weil er nichts zu tun hat. Der hat noch ein paar Bahnen vor sich. Hier läuft es gerade mal. Das sieht gut aus. Hier die Milch. Ich glaube, da wird noch nicht viel wieder kommen sein. Genau. Hier läuft auch alles. Der fährt das Zeug weg. Genau. Hier fahren sie im Konvoi alles durch die Gegend. Ja, wie gesagt, hier unten haben wir dann nochmal für 120.000 Beinpressen. Auf Feld 30, gucken wir mal. Aber das für 190.000 wäre auch geil. Gut. Müsstest es halt ausleihen und kriegst 9.000 weniger. Ja, müssen wir gucken. Aber wie gesagt, sind schon echt gute Missionen dabei, wie hier zum Beispiel Dinkel. Das geht. Also wir müssen mal gucken. Wir haben ja erstmal mit unseren Missionen noch gut zu tun. Und da können wir dann immer noch gucken. Also hier müssen wir auf jeden Fall Wasser nachfüllen. Warum die jetzt aber wohl 68? Ja gut, doch, die produzieren alles gut. Unseren Kühen geht es auch gut. Es kommt gleich das nächste Tier in der nächsten Stunde. Das ist auch gut. Ja, also das läuft gut. Was ich jetzt noch kurz gucken will, ist, wie sieht es denn in unserer Düngerfabrik aus? Düngerfabrik, meine Fresse. Schweres Wort. So, Dünger wird produziert, okay. Ja gut, weil Mist ist gerade nicht so viel da. So, hier haben wir, ja wie gesagt, hier müsste dann der Dünger rein, dann kriegen wir nämlich auch Pflanzenschutz und das. Und dann brauchen wir auch hier noch Dünger. Ja, müssen wir halt gucken, weil hier ist genug Getreide, ist erstmal genug drin. Wir müssen halt dann sehen, dass wir den Dünger anschmeißen. Und da fehlt es eben wirklich am Mist. So ein Mist aber auch. Ja, gut, und die Kalkgewinnung ist komplett voll. Also den muss ich jetzt auch nicht fahren lassen gerade. Seht ihr, er ist voll. Ja, deswegen, also, ja, es wird. Wir müssen halt wirklich sehen, dass wir jetzt ein bisschen verkaufen fahren. Dann, wie sieht es hier aus? 15% bei der Haarmilch und 13% bei der Butter. Also hier können wir dann demnächst hinfahren und können auch erstmal das Zeug schon mal verkaufen. Also, es geht. Wir kommen langsam vorwärts, würde ich sagen, meine Freunde. Aber ich würde an der Stelle jetzt mal sagen, das soll es erstmal von der Folge gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschalten, Einschalten und dabei sein. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und natürlich würde ich mich über positives Feedback freuen. Ja, und vergesst natürlich nicht, aktiviert die Glocke unter dem Video, so seid ihr immer aktuell informiert, wenn sich was tut, hier auf dem Kanal. Und in dem Sinne, euch noch einen schönen Tag, bis später, haut rein, ciao.